Oh yeah, willkommen zurück bei GTA und wir haben uns jetzt gerade dazu entschlossen, Mauri ist natürlich auch immer noch da, ich habe den Controller in der Hallo. Hand, diesen schönen Phoenix, was ist das eigentlich? Ich glaube ein Phoenix, ja. Machen wir noch einen Zwischenhalt hier beim Gun Store. Wieso? Da wir Kohle haben, könntest du dir doch gleich alle Upgrades kaufen. Für was? Für alle Waffen. Ja, willst du einfach das Geld aus dem Fenster werfen? Ja, logisch. Ah, Mauri. Ich kauf die guten, okay? Die guten Upgrades. Alle? Nein, großes Magazin. Ja, taktisches Licht braucht kein Mensch. Schalldämpfer, ja. Farbe braucht man auch nicht unbedingt. Ja. So, die hätten wir mal. Oh, das Messer. Messer könnten wir auch mal kaufen, genau. Ja. Kann man es auch noch tunen? So verlängern nee. Oder so? MP, größeres Magazin. Ja, Zielfernrohr Fall. Brauchst du bei einer MP nicht. Schalldämpfer. Mach's drauf. Geht auf die Genauigkeit. Meinst du? Ich glaube. Nee. Nicht ganz wenig. Doch, ganz wenig. Siehst du? Ah ja, du hast recht. Bäh. Okay. Uzi, größeres Magazin, yay. Die Itzi-Futzi-Spinne, taktisches Licht, Zielfernrohr, Schalldämpfer. Alles drauf. Mach sie cooles Blau. Aber wieso tune ich eigentlich beides? Ah, da kann man gar nicht tunen. Ja, Schalldämpfer. Ja, da wären wir wieder bei unserem Thema, aber das gibt's eben tatsächlich. Ja, wir hatten früher, als wir uns ein bisschen über Call of Duty aufgeregt haben, nachdem wir genug lang gespielt hatten. Wir hatten uns immer so über die Wir hatten uns immer über die Schalldämpfer aufgeregt auf den Schrotflinten und dachten so, hey, das ist doch unmöglich. Aber wieso tune ich eigentlich alle Waffen? Bin ich dumm? Oh, was ist denn das für eine Waffe? Sturm-MP. Wow. Geil, gratis. Die haben wir. Wie geil. Nice. Enjoy. Sturm-MP. Krass. So, und jetzt, will mal die... Alter, oh, yes. Das ist eine MP. Ja, eine P90, so ungefähr. Nee, ist, mehr so ein TAR. Das ist die Dings, benutzen, die Israelis. Ah, okay. Kommt mir so vor, zumindest. So. Nee, ich meine, was ist das Original? Ein GTO? Nee, schon für, ja, GTO, das ist immer so schwer. Ja. Zu sagen. Oder eine Corvette, eine alte. Nee, eine alte Corvette ist runder. Ja. Phoenix. Ein Trans-Am. Trans-Am, ja. Also eine ganz alte. So, schade, wir müssen leider ausschalten. Ja, wir entschuldigen uns in Zukunft nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile haben wir es ja genug oft gesagt. So, wir sagen es immer wieder gerne, wir lieben es, das zu sagen. Genau. So, hier durch die Wüste. Ja, ich habe sie schon relativ geschrottet, die Karre. Ja, die wird... Ich auf der Seite. Die wird jetzt gleich repariert und dann ist alles wieder gut. Ja. Der Song war echt geil. Wir könnten ihn auch mal anders einkleiden, finde ich. Ja, das können wir auch noch mal tun. Aber nachdem du die Karre aufgemetzelt hast, hier jetzt. Aufgemetzelt? Ja. Machst du mal die Mission, würde ich sagen. Die tiefe Mr. Trevor Phillips Mission. Fahrzeugpanzerung, voll drauf. Bremsen, voll drauf. Stoßstange. Voll drauf, ja. Ja, Schienenräumer. Finde ich geil. Erinnert mich ein bisschen an das Knight Rider Auto, nicht? Eben Trans Am. Motor, voll drauf. Mach zuerst Turbo. Ich weiß nicht, wow, geil. Mhm. Geile Endblenden. Was? Turbo? Turbo, zuerst? Ja, falls das. Nee, wir haben noch genug Kohle. Yes! Geil! Yes! Wie geil sieht das Hupe. Aus? Lassen wir. Lastwagenhorn. Scheinwerfer. Xenon. Nummernschild. Schwarz, weil du es bist. Genau. Lackierung. Oh, wir können zwei. Wir können einen Streifen machen, so für dich weiß.
Ja, nämlich. Ah ja, sieht man ja jetzt schon. Boah, was so ich jetzt... hat's eigentlich schon ziemlich viel Stil, nicht? Oder umgekehrt, so schwarz mit weißen Streifen und rote Felgen. Ich find's so besser. Und, ich dann, find's rot, so und relativ... dann rote Felgen. Ja. Oder die Farbe, die du willst. Dach? Ah. Geil. Ich find's hässlich. Echt? Also, du musst wissen. So. Ja, mit dem Streifen passt's nicht so. Seitenverkleidung, natürlich. Natürlich. Spoiler. Spoiler. Den hohen. Yes. Das sieht aus wie ein Plymouth Roadrunner. Den nee, mit dem hohen finde ich es ein bisschen blöd. Aber das, nee, ich finde das so stylomäßig irgendwie so geil, einfach nur übertrieben. Okay, machen wir es übertrieben. Federung, Straßen, Getriebe, voll drauf. Yes. Meine also. Fresse, haben wir schon viel in Karren investiert, ist das geilste, ja, was es gibt. Also Muscle die, Cars, Felgen. Die, aber nee, nicht zu kleine. Finde ich ein bisschen hässlich. Lowrider. Ja, nee, die oh, sind die, auch, das hat eigentlich gut. Aber passt zu klein. Gut zur Karre. Finde ich zu klein. Ist zu klein. Deine Mama ist zu klein. So. Sollen wir den Dollar? Oh, okay, nee, ich überlasse es dir. Aber ich will größere nehmen. Sieht schön aus, irgendwie. Oh. So. Nice. Ja, das passt. 59. Felgenfarbe rot. Oh yeah. Yeah, das sieht so geil aus. Und schussige Reifen natürlich. Und gelber Reifenqualm. Gelber Reifenqualm, ja. Yeah. Okay. Was, nee, Fenster. Ja. Können wir noch verdunkeln. Schwarz wie die Nacht. Das war's. Geil. Yeah, die Karre sieht so geil. Das ist so, eigentlich ist das ein richtig Trevor-like Karre irgendwie. Mm. Ah, guck mal, hier ist irgendeine Person, die was von uns will. Hab ich nicht mal, ich hab mal ein Video dazu gesehen. Sie dem Typen. This is the land of the free. Listen, even your parents can't stand you. Even your parents can't stand you. Was steht da? This is the land of opportunity, get out. Geil. Haben wir einen, wow. Hey, fast die waren Kratzer. Easy schnell. Wow, oh, hörst du die Schüsse? Oh, geh die Karre hier speichern. Alter, die ist so geil. Die ist geile Porno, Karre. Ja. Die ist richtig. Wie fährt Porno. Sie sich? Man hört auch den Turbo. Und wenn er Gang, wenn er den Gang wechselt. Ganz leicht, ja. Oh, wow, ist ja das, wow. Wie man in Tuning-Kreisen sagt, das Pop-Off-Ventil. Genau. Obwohl es eigentlich ein vollkommen falscher Begriff ist, aber eben umgangssprachlich sagt man. Ah, guck mal hier, gelber Qualm. Geil. Rot hätte natürlich besser gepasst. Ja, man kann nicht alles haben im Leben. Ja, aber wir haben eine geile Karre, die extrem... Ja. Fährt sich wirklich gut, wow, ne? Ja. Ich finde, sie sieht richtig teuflisch aus. Richtig böse. Und kein Kratzer kriegt sie ab, weil sie einfach voll gepanzert ist. Naja, klar. Jetzt. Dann kriegen sie auch keine Kratzer ab, echt? Nee, Kratzer schon, einfach. Obwohl. Nicht wirklich. Die Karre hat keinen Kratzer. So, und hier ist. Ja, ist ja gut, Ron. Erstmal hier in die Garage parken. Geil. Ich bin unterwegs. Von ganz weit hinten sieht's aus wie ein F40 Ferrari, wenn man nicht genau hinschaut. Genau. Was ist denn? What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? The bikers. After you killed Johnny K. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chapped wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45. Find him.
Los Santos is a big, big place, Trevor. There's lots of people. Fucking useless. Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Ich find den so now evil, weil er überhaupt nicht in das Bild passt irgendwie. Ja. So strange. Das ist so Alternative Rock. Shall we go? So, nee, so einfach, war einfach so ein voll der übel Junkie. Einfach yeah. Voll kaputt. The fucking cheek of it. I gotta make a stop at ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Oh yeah. Ammunition. Was ich Geile finde, er ist immer, wenn er hat so ruhige Phasen. Ja, und dann explodiert er. Und dann explodiert er. Das finde ich extrem geil. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Oder besser gesagt, was ich auch gehört habe, was mich darauf aufmerksam gemacht hat: der Psychiater. Mhm. Das sieht aus wie der Psychiater von Die Wutprobe. Echt? Kennst du den Film, oder? Mit Robert De Niro und dem Psychiater. Klar. Sieht genauso aus. Echt? Ja. Okay. Mehr. Nee, reicht schon. Okay. Jetzt haben wir noch ein nettes. Für die. Wie viel Munition? Ja, warte. Ein bisschen mehr Munition für einen Granatenwerfer wäre auch gut. Okay, aber nur weil du's bist. Ah, den haben wir nicht aufgetuned, sorry. Wieso nicht? Zielfernrohr, was Unnötiges. Ah. Voll, man kann nicht viel mitnehmen. Ah, das ist noch cool. Oh, schusssichere Westen? Wir haben schon einen an. Ah, stimmt. Yep. Begib dich zu Ron. Sorry, bin ins Mikrofon reingedaddelt. Ron! Ron, I got the gun! Meet me at the water tower just north of the airfield. Run! But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. I'm up here. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Hardware's not here yet. I'm coming up. Schussen runter. Was? Kannst du schlagen? Nicht, nee. Schade. Ja, ich könnte schlagen. Aber dann wäre die Mission eh vorbei. Nee, da fällt er nur runter. Lama ist auch runtergefallen vom Gebäude in der letzten... In der... Vor etwa 3-4 Folgen. Ja, aber haben wir ihn geschubst? Nicht. Ja, einmal schon. Ja, einmal schon, aber wir haben ihn ja nicht geprügelt. Stimmt. Das ist eben der Unterschied, wenn den Prügel sind. 70 Stunden später. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Soll ich's beweisen? You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Don't shoot! A seizure. Just keep me covered, okay? Komm, beweg dich mal schneller, Ron. Ronald McDonald. So. Oh, da unten ist einer. Schöner Heady. Nice. Shit! I hear an engine! They're gonna see that guy you shot! Maybe if you shoot those lights on the tower, he won't be so obvious! Ah, die Lichter kann man auch ausschalten. Anscheinend. Nice. Fuck. And there's the other. You got him. Mach mal alle weg. Jeez, nein.
Geduldig warten. Ich hab keine Geduld. Du kennst mich. Ja, wir sind beide gleich. Ruhig, ruhig. Atmen anhalten kann man nicht, ne? Los. If the man wants to pay his respect, I ain't one to cut that short. Alter, du, du schießt. Das war knapp. Yes. Hop. Alter, oben. Mist! Oh, ich triff nicht gut heute irgendwie. Ja, clean shot. And they all came tumbling down. Runter kamen sie immer. Ich hätte mehr Angst. Wenn ich ein Fadenkreuz von Trevor sein würde. Gibt's doch gar nicht, ey. Okay, hätten wir das jetzt. Ja, maybe. Maybe. Put Ron in your tank. Was? Put Ron in your... Oh, nope. Oh, ein Hubschrauber. Kriegst du den? Jetzt, komm. Schieß schon mal. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Oops. Jetzt geht's los. Bam! Okay, hilf Ron, den Flugplatz zu sichern. Sieht schon nach einer Menge Gegner aus. Oh, zum Glück haben wir uns genug Munition geholt. Mhm, und genug Waffen. Ah, endlich sieht man mal dieses blöde Fadenkreuz. Ah! Oh, klar. Das ist echt nicht dein Tag, gell? Ja. Keine Ahnung, irgendwie. Da. Rechts, sie sind rechts. Hinter dem Bus. Achtung! Ja. Sag mal deinem Freund. Ja, Granatenwerfer, hallo. Na, da kommt nochmal ein Auto. Ah, zu weit. Zu weit? Ja. Oben, nach oben gezielt. Ja. Nee, ist schon zu weit. Meinst du? Ja. Ja, hast recht. Du kannst, ich glaube, du musst das nicht berechnen. Du kannst echt? Einfach draufhalten, ja. Ja, das kannst du vielleicht drauf. Yes! Das ging fix. Ich habe letztes Mal so ewig gebraucht für diese Mission, hey. Bin ja schon da.